Einen ausspielen, ein kurzer Pass über die Bande und der Schuss ins Glück. Der Budenzauber in Bammental lieferte auch in diesem Jahr so manchen Höhepunkt. In der Halle ist halt kleiner, enger. Ich als Straßenfußballer damals war jeden Tag dort. Halle ist halt voll mein Ding. Und das hat er bewiesen, indem er sein Team mit 5 Treffern in die Zwischenrunde geschossen hat. Da ist auch der VfB Leimen gelandet, unter anderem mit einem Krimi-Sieg gegen Phoenix Mannheim. Eine sensationelle Parade in der Schlussminute machte es möglich. Also in der Halle geht es darum, dass sie Spaß haben, natürlich verletzungsfrei bleiben, aber hauptsächlich geht es um Spaß. Die sollen befreit spielen, die sollen jetzt ohne großartige Vorgaben, die sollen sich diszipliniert verhalten und natürlich auch versuchen, ordentlichen Fußball zu spielen. Ein Highlight ist der Hallenkick nach wie vor, doch ganz so beliebt wie früher ist er nicht mehr. Man merkt mittlerweile, die meisten wollen gar nicht mehr in der Halle spielen, sind ziemlich ängstlich geworden, was Verletzungen so betrifft. Trotzdem hat der Leimner Trainer eine schlagfertige Truppe zusammenbekommen, die sich in die Zwischenrunde spielte, als einziges Team ohne Punktverlust. Souverän dann die nächste Runde und hoffentlich dann morgen genauso weiter wie heute. Die Zielsetzung Leimens ist also klar. St. Ilgens Fellini musste sich vermutlich ebenfalls nicht lange bitten lassen, um am Turnier teilzunehmen. Er will alles tun, um sich mit seiner Badenia den Pokal zu sichern und damit auch das Ticket zum Sparkassencup gegen Sandhausen, Waldhof und Co. Ich habe ja selber dort gespielt damals mit Sandhausen, wo ich noch dort war. Stand auch schon im Finale, haben auch das gewonnen. Entscheidendes Tor gegen Waldhof gemacht. Ist schon eine geile Atmosphäre auf jeden Fall, wenn alle zuschauen, jubeln. Kann man nur weiterempfehlen. Also ich würde mich freuen, wenn ich nochmal dieses Jahr dabei bin mit St. Ilgen natürlich. Für dieses Ziel stehen allerdings noch einige Siege aus. Seit 17 Uhr läuft der Ball bereits wieder durch die Bammentaler Elsenshalle. Und rasanter Hallenfußball ist dort vorprogrammiert.